so blöd sein. Vor dem Pass einzukochen und Wasser voll zu machen. Fuck. Haben wir denn schon Weihnachten? Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Begleitfahrzeug. Hallo zusammen. Ich habe mich lange nicht gemeldet, da ich ja unterwegs bin und von unterwegs ist es ein bisschen schwierig, was zu posten oder generell auch ein paar Sachen zusammenzuschneiden. Ich wollte die erste Gelegenheit abwarten und einigermaßen die Sachen zusammenzufügen. Es ist nicht perfekt, vielleicht gelungen, nicht besonderer guter Schnitt oder auch passende Musik dazugelegt, aber nur so kann ich jetzt auch von unterwegs und möglichst zeitnah euch das zu zeigen, was ich so alles erlebt habe. Sonst ein Jahr später ist auch für die Spendenaktion ist dann auch nicht so interessant, dann ist es eigentlich vorbei. Daher seht mir bitte nach, dass es eventuell nicht so perfekt ist oder dass ich mich auch nicht so oft melden kann. Ich versuche mein Bestes. Also wenn es euch gefällt, meine Aktion, das was ich mache, bitte teilen und den Bekannten, Verwandten Bescheid erzählen über die Aktion und natürlich auch spenden. Ja? Dann würde ich mich sehr freuen. Also ich quatsch nicht zu viel. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, tschüss Rheintal. Tschüss Bodensee, hallo Gebirge. Die ersten 7%. Naja, irgendwann geht's noch weiter hoch. Mensch, Carola, das war genau richtig. Ich wollte eigentlich eine Tüte nehmen, aber das passt auch. Nasse Sachen von den Trocknen zu trennen. Sehr geil. Wo ist denn der verschwunden? Da kommt er. Ich sehe den nicht. Wie kann man so blöd sein, vor dem Pass einzukochen und Wasser voll zu machen? Fuck. Zweiter Tag. Ja. Und sofort so ein Anstieg. Hammer. Oh, anscheinend ist der gleich vorbei. Oder? Oder?
schnell umgezogen. Ein bisschen was Trockenes und was mehr Luft durchlässt. Und die letzten 5 Kilometer den Pass hoch. Geil. Da liegt Schnee. Sieht man das? Bei den Anstiegen kann man doch nicht schwitzen. Und viel langsamer geht meine Schaltung auch nicht her. Puh. Egal. Egal. Ein Stückchen flach und gleich wieder hoch. Jawohl. Ist das geil? Oder geil? Endlich mal mein Tempo gefunden. Schöne Straße, kein Regen, ein bisschen frisch. Aber wenn ich jetzt noch eine Jacke anziehe, dann schwitze ich wieder. In Kürze erreiche ich Innsbruck, gegenüber sehe ich schon den Flughafen. Geil. Also im Windschatten hinter den Autos wäre ich viel schneller. So, da komme ich her. Und soeben, so seit Viertelstunde, ist endlich Sonne rausgekommen. Denn da oben war alles zu, auch ab und zu Regen. Jetzt ist klar, die erste Devise, schnell nasse Sachen raus, ein bisschen verteilen, damit die trocken werden. Ist das geil. Mit Rückenwind, Sonne. Gerade keine Berge und dann 36 kann man auch mit so einem Gepäck fahren. Geil. So, es ist wie immer mal spät geworden, aber heute gibt es zum ersten Mal Nudeln mit Thunfisch. Ich freue mich. So, mal gucken, wie es hier eigentlich... Wow.
vierte Tag angefangen mit eigentlich Schotter und auf und ab, aber jetzt langsam auch zwar mit kontinuierlicher Steigung, aber wo ich auch besser Kilometer machen kann. Habe ich mir gedacht, ich gönne mir endlich mal eine richtige Pause mit Hinsetzen, nicht einfach stehen bleiben, essen, trinken und weiter, sondern ein bisschen hier cool hingesetzt. So. Endlich mal nicht alleine unterwegs. Ja. Valencia, schön. Richtung Klagenfurt unterwegs. Das sind dann circa 100 Kilometer bis nach Klagenfurt. Ah, dann bin ich erst morgen da. Immer den Rauwaldweg entlang, der sogenannte R1. Ist echt schön zu fahren hier. Meist runter, noch kleine Steigung. Und wie lange bist du schon von Bregenz hierher gefahren? Am Freitag Mittag bin ich gestartet. Also Lindau. Lindau, ja. Lindau. Das ist der vierte, also heute 3 Uhr, wir 3 Tage. Ja, Berg runter kann ich noch mithalten. Aber irgendwann muss ich fädeln lassen. Ich meine, Berg runter kann ich noch mithalten. Ich kann noch mithalten, Berg runter, aber Berg hoch nicht mehr. Nein, gut. Du musst nicht schauen, dass ich bei dir mithalte. Ja. In Kürze muss ich abreißen lassen. Einem stehenden Frühstück bei Aldi geht es mir wieder super. Kann wieder Kilometer gemacht werden. Hier drumherum immer wieder mal so schöne Plätze, wo man schön sich hinsetzen kann oder generell auch paar schöne Videos, Fotos machen. Aber Mensch, wer macht denn dann Kilometer für mich? Nicht von gestern. Versuchen immer mal dran zu bleiben. Ich kann ihn doch nicht fahren lassen. So. Mit Gewicht. Mit Gewicht. Ja. Aber ich hole ihn noch. So,
Den Jan habe ich jetzt endlich bekommen. Der hat ziemlich Gas gegeben. Puh. Ja, du bist ja noch jung. Du hast ja kein Problem mit einem Gefühl. Ja. Ich bin schon uralt. Aber wenn man heutzutage auch mal junge Menschen sieht, ja, ist ja auch vom Fitness unterschiedlich. Aber bin auch mal froh, auch wenn es nur ein Stückchen, nicht alleine zu fahren. Ja, ja, ja. Ja, mein Navi nervt mich ständig. Auf die Hauptstraße wollen wir nicht fahren. Das ist die Hauptstraße. Das ist die Hauptstraße. Du weißt, ich will ja nicht. Ja, in der Schweiz bin ich knapp vorbeigefahren. Ja, ja, ja. Aber vielleicht auf dem Rückweg hole ich nach. Ja, ich sehe die Grenze nur. Die Grenze, ja, ja. Und da zieht er den steilen Berg hoch weg. Aber vielleicht kriege ich ihn auch noch. Ich glaube, das muss Frankfurt sein. Klagenfurt. Bislang habe ich nicht viel gesehen. Das was Schönes. Ist das was Schönes. Aber wie die Brücke wackelt. Slowenien. Slowenien. Hey. Ist das ein geiles Gefühl mit Fahrrad. 4,5 Tage, noch nicht ganz. Cool. Ich freue mich auf weitere Länder. Na ja, klar, kurzes Protokoll. Slowenien nach 638 Kilometern. Man kann es nicht für ein Video machen, ey. Guten Morgen. Heute mal ein besonderes Plätzchen gehabt. Und zwar in einem Stall. Weiß nicht, sieht man da was? So, gehen wir ein Stückchen weiter weg. Hier ist ein Traktor. Und da drin habe ich geschlafen. Auf Holzboden. War ein bisschen hart. Aber gut. Der Mann, der mich eingeladen hat, hat da kurz was draufgeschmissen. So irgendwie alte, hängt so ein weißer Sack. Und dann wollte ich natürlich nicht auch eine Matte aufblasen. Schnell, auch keinen Nein stören. Jo. So, noch einmal durchchecken, ob ich nichts vergessen habe. Das ist echt immer so wichtig. Kleinigkeit, was mich beim nächsten Mal durch irgendwas zurückwerfen würde. So, und dem netten Herrn, da er mir gestern so schön erfrischendes
00 Bier angeboten hat. Ich habe zuerst nicht verstanden, will er Bier von mir oder will er mir Bier angeben, anbieten? Lasse ich mal auch hier sichtbar und mal, ich habe leider nichts mehr. Geld, glaube ich, ist nicht so gut da zu lassen. Einfach so als eine kleine Geste. Also, weiter geht's. Heute endlich mal auch mal was früh aufgestanden, aber wir haben auch schon, ich glaube 4 Uhr war das, wo die Hühner angefangen zu krähen, und dann haben wir aber zur Pause gemacht und jetzt bin ich ein bisschen zurückgefahren müssen und gucke, ich habe hier unterwegs irgendwo im letzten Stückchen mein Pfefferspray und den Handschuh verloren, weil ich gestern mich auch schon an einem Platz niederlassen wollte, aber da hat angefangen, ein Hund blöd zu bellen. Und ich wollte nicht, dass es ständig die Leute dann aufweckt. Ja, das ist auch spät geworden. Bin weitergefahren und dann habe ich einen Mann gefragt, ob ich irgendwo bei dem auf dem Grundstück übernachten kann, im Zelt. Und er zeigte mir hier, Stall, kannst du rein. Ja, war auch interessant. Erzähle ich später. Geht gleich in die Steigung. So, Pfefferspray gefunden. Und zwar umgekehrt jetzt, wo ich zurückgefahren bin. Also eigentlich wieder vorwärts. An der Stelle, wo ich gepennt habe. Da habe ich mir gedacht, ey, da ist mein Fahrrad ja kurz hingefallen. Vielleicht ist es da irgendwie raus. Und so war das. Perfekt. Jetzt bin ich komplett. Jetzt kann weitergehen. Und da scheint es mir, als ob durch Nebel auch Sonne rauskommen will. Geile Landschaft. Geile Landschaft. Ja, hab vergessen zu erwähnen, wir. Ja, ich und mein Fahrrad. Wir haben Tag 6. Und versuch mal in der Natur hier mein Stückchen gerade Fläche zu finden zum Schlafen. Aber schön ist es trotzdem.